Lasertürme. Ja, komm, erstmal 5. Mauern mit dem Rest herstellen. Das Spielinventar hat jetzt erstmal genug zu tun. Währenddessen können wir hier schon mal. Ding, ding, ding. Achso, Shift rechts. Shift links. Shift links. Die kriegen jeweils 100 Kupferkabel. Und du hättest gerne. Eisenplatten? Eisenplatten. 100 Stück. Dann kriegst du noch Ärmchen. Und noch ein Ärmchen. Und du kriegst sogar eine aktive Kiste, weil ich gerade keine Ressourcen über habe für orangene Kistchen. Und grüne Chips können immer einsortiert werden, ist das hier, was soll's. Nein, können es nicht, weil wir jetzt schon 12.000 haben. Das, was? Wir haben 13.000. Mach die Fabrik weg. Das heißt, es hängt jetzt echt nur daran, dass wir keine Plastikbarren haben. Okay. Also ich habe Türme gebaut, Lasertürme. 5 Stück sind nicht viel. Für mehr bräuchten wir Batterien und Batterien haben wir nicht, weil wir kein Öl haben. Wir haben Mauern, ein paar zumindest. Ich stelle nochmal mehr her. Ein paar zumindest und wir haben 60 Rails. Das können fast reichen bis dahin. Dann haben wir 3 Pumpjacks, die wir da aufstellen. Dann haben wir Röhren und dann brauchen wir 2 Fabriken. Nehmen wir die mit, die wir jetzt eh gerade abgerissen haben. Brauchen wir 2 Fabriken, um aus den Fässern Ölfässer zu machen. Das heißt, bei dem B- und Entladen von den Zügen müssen wir auch darauf achten, dass leere Fässer angeliefert werden und volle Fässer abgeholt werden. Es könnte interessant werden. Ich brauche also auch noch Knickärmchen. Und zwar ein paar blaue, ein paar grüne. Die grüne kann ich mal weg. Grüne schnappe ich mir einfach hier hinten irgendwo. Genau. Lalala. Nom 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 nom. So. Wie viele grüne Ärmchen habe ich? 39. Da. Okay. Eisenkisten sehe ich gerade. Habe ich nur 6 Stück. Davon brauche ich mehr. Das heißt, ich brauche bald wieder Eisenplatten. Eisenplatten klaue ich mir hier. Gut. Was brauchen wir noch? Wir haben Verteidigung. Also Türme, ein paar zumindest. Und die Mauern. Wir haben Schienen, um hinzukommen. Wir haben keinen Train Stop. Den müssen wir bauen. Wir brauchen wahrscheinlich noch mehr davon. Wir brauchen Poles, um unser Muster da aufzubauen. Und ein Storage Tank, würde ich sagen. Hm? Ja, Storage Tank kann nicht schaden. Machen wir 2 draus. So. Und ich glaube, das war's. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir gleich da ankommen, wird was fehlen. Aber dann ist die halt so. Achso, beliefert mich noch kurz zu Ende, Roboter. Dankeschön. Und wir gucken da jetzt hin. Zack. Ah, ich sehe jetzt schon was fehlen könnte. Wir haben nicht genug Licht dabei. Du stell her Licht. Und Solarpanels. Stell Solarpanels her und 2 Akkus. Und dann gucken wir mal, ob das reicht, mit 2 Akkus die Pumpjacks und was weiß ich zu betreiben. Ich glaube nämlich irgendwie nicht. Ja, das war ein wenig kurzfristig gedacht von mir. Wir könnten da hinten jetzt auch noch die lang... Ups. Lalala. Wir könnten bis da hinten auch diese Langstrecken-Strommasten hinbauen. Also, nee. Wir versuchen hier mal die erste autarke Basis zu bauen. Was ganz schön haarig werden könnte. Aber gut. Die Pumpjacks. Da. Hoch. Hoch. So, brauchen schon mal Strom. Mecker, mecker, mecker. So. 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 Ausgänge von euch. Ja, wir haben keine normalen Rohre. Ich weiß nicht so viele, wie ich gerne hätte. Ausgang ist rechts. Da. Warum? Warte mal, wir brauchen keine davon hier. Oben rechts, ja. Da lang, da lang, da lang, da lang. Da lang, da lang, da lang. Eure sind mittig oder auch rechts? Nee, immer rechts. Da. So.
Da ist jetzt die Hauptschlagader für das Öl. Strom. Wir sollten das Ganze auch einigermaßen kompakt halten, damit die Verteidigung auch machbar ist. Das heißt, du weg. Ich brauche hier jetzt ein Öl. Wir werden irgendwo angegriffen, okay. Du weg. Öltank direkt hier ran. Öltank direkt daran. Sieht ein bisschen komisch aus, aber hier bei diesem Mini-Außenposten ist mir das vollkommen egal, wie das aussieht. Ich will nur, dass wir Öl bekommen. So hat es bei den Amerikanern bestimmt auch angefangen. Ach, wir könnten ja ein wenig versuchen, da zu importieren. Ja, wir könnten da auch so einen kleinen Außenposten aufbauen. Und dann Krieg! Ja, okay. Solarzellen. 50 Solarzellen? Okay. Palion. So, Akkus haben wir nicht so viele. Doch, 50 Akkus. Wow. Okay. Ja. Mecker. Wir werden niemals nicht die ganze Nacht überhalten. Schon gar nicht, wenn wir angegriffen werden. Problem haben wir in der Hauptbasis ja schon. Aber gucken wir mal. Mauern werden wir auch nicht genug haben für einmal rum. Und hier... Hier könnte dann die Fabrik schon hin. Fabrik hier. Bam. Du hättest gerne... Crude Oil Barrels. Hast nur keine Oil Barrels. Die können wir herstellen. Da haben wir noch Stahl dabei. Das ist gut. Britzel. Sehr schön. Jetzt haben wir hier ein autarkes Stromsystem. Das hat absolut nichts mit dem anderen zu tun. Und die Capacity füllt sich sehr langsam. Aber es ist ja auch gerade erst früher Morgen und nicht so viel kommt rein. Das ist soweit also okay. Oil Barrels. Rein da. So, gib ihm. Du brauchst jetzt... hier oben irgendwo kommt unsere Bahnstation hin. Das heißt, wir bräuchten hier einmal Anfahrt und Abfahrt. Dafür steht das Ding echt doof. Aber gut. Obwohl, warte, wir können das so machen und so. So. Dann haben wir hier ein Ärmchen, das einfach die leeren Fässer hinpackt und du packst die leeren Fässer raus. Die vollen Fässer raus. Bis da oben hin. Und da ist dann schon die Bahnstation. Okay. Du da. So, mehr von euch. Falsch. So. Was sagst du jetzt? Akkus füllen sich. Wie viel brauchst du? 270 Kilowatt. Das hört sich jetzt nicht so viel an. Bin ich echt gespannt, ob das die Nacht überhält. Klack. So, wo kommen denn wahrscheinlich Gegner her? Oben rechts. Also da, wo die Bahn ankommt. Das ist nicht so schön. So, hier versuche ich die Bahn jetzt mal reinfahren zu lassen. Also hier. Das heißt... Wie machen wir das am besten? Im hinteren Waggon? Sagen wir mal, hier ist der hinterste Waggon. Da werden leere Fässer eingelagert. Das heißt, wir sagen, hier sind Maschinen, die jetzt absolut nicht aufgehen. Okay, hier. Hier kommt der Zug lang gefahren. Wie der dann später fährt, der kommt wahrscheinlich von hier, Erz 1, Erz 2, macht da einen Bogen und fährt dann da wieder rum. Also kommt an, hier werden leere Fässer entladen und hier oben werden die vollen Fässer beladen. Das heißt, du müsstest hier mal einen Knick machen. Darum, da hoch.
Dann komm. Ja. Dann kommen hier die Ärmchen hin, die das befüllen. Ja. Dann kommen hier die Reihe Kisten hin. Die ich gerade nicht in der Quickslot-Leiste habe. So. Du musst da weg. Ihr müsst vorher einen Knick machen. Genau. Hier kommt eine Reihe Kisten hin, die vollkommen übertrieben ist, weil wir so viele Barrels gar nicht jedes Mal abholen. Aber gut. Da die entladen. Oh, warte. Das müssen jetzt die Smart-Ärmchen sein. Sonst klauen die das Kupfer aus dem Ding raus. Das wäre nicht so schön. Smart-Ärmchen, wo seid ihr? Da. Klick, 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 klick. So, du hättest gerne leere Fässer. Shift rechts, Shift links, Shift links, Shift links, Shift links, Shift links. Sehr gut. Jetzt normale schnelle Ärmchen. Da, da. So. Da, da. Genau. Die hatte ich extra weggemacht. Stopp. Sollten zuerst das hier machen. Hier kommt der Knick. Du weg, du dahin. Euch von Hand einsammeln. Ärmchen. So. Du weg. So. Licht. Gerade hier bei der Bahn hätte ich gerne Licht. So. Oh, überall Licht hin. Dafür, dass es einigermaßen querbeet gebaut wurde, sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Also das hier ist doof, aber der Rest ist okay. So, also Bahn kommt. Da sind schon Fässer auf den Gleisen zur Begrüßung. Und dann müsste es hinhauen. Du bekommst noch mehr Fässer von mir, weil ich will nicht, dass sich hier alles staut. So viel staut sich da gar nicht. 1,0 pro Sekunde. Mehr Fässer, mehr Fässer, mehr Fässer, mehr Fässer. Rein damit, rein damit, rein damit, rein damit. Oh, ich könnte hier einfach so einen Kreis machen. Das probiere ich mal. Jetzt nachts, ja, das ist nicht gut. Also sobald es wieder Tag ist, mache ich dann hier einfach eine Schleife rein. Plan ist also Home. Erz 1, Erz 2 fährt hier lang, macht eine Schleife und fährt hier auf derselben Schiene wieder zurück und dann hier runter nach Home. Wir werden irgendwo angegriffen. 13 Turrets schießen. Ja, da kommt keiner durch, glaube ich. So. Strom, wie schaut's aus? Es ist Nacht, du wirst verbraucht. Hältst dich einigermaßen, aber es arbeitet auch niemand. Also fast niemand. Die Pumpchecks arbeiten, ja, aber die Fabrik arbeitet nicht, die ganzen Ärmchen arbeiten nicht, es schießt kein Laserturm, also ist nicht genug. Wir brauchen also mehr Akkus. Akkus da. Zwei Stück. Hier sind noch mehr, okay. Du, 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 du. Hier kommen noch mehr Solarzellen hin und hier an der Rand können noch mehr Akkus. Davor war das, ne? Ja. So, 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 so. So, 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 so. Falsch. So. Brützel. Licht, Licht, Licht. Ja, das ist fast schon unsere ganze Basis. Mauern wären halt schön. Das heißt, wir ummauern das hier mal. Dann kommen die Türme. Dann brauchen wir jetzt inzwischen eine Dreifachmauer, habe ich mir sagen lassen, weil die großen Beißer über zwei Mauern rüberkommen. Was irgendwie ganz schön Overkill ist, aber na gut. Ich mache erstmal eine einfache Mauer, damit wir ein bisschen Schutz wenigstens haben, überall rum. Ja, warte mal. Die Akkus sind nicht die äußerste Reihe. Die äußerste Reihe ist hier. Irgendwo ist irgendwas schief gelaufen. Du. Und du. Und du. Und du. Und du. So.
sieht es ein bisschen anders aus als zu Hause, aber pff. Und Mauern sind... Nee, sind nicht alle, okay. Darum, darum, darum. 1, 2 Abstand, warum auch immer. Hier sind es auch 2. Ja. Lampe, 1, 2 Abstand, da. Baum weg. So, ist ein Anfang, ist ein Anfang. Schütztürme. Das wird sowas von nicht reichen. Ja, okay. Strom, Akkus füllen sich. Aber nicht schnell genug. Eventuell, um alle neuen Akkus aufzufüllen. Deswegen haue ich hier neue Solarzellen hin. Zack, 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 zack. Okay. Ich hoffe einfach, das hält so. Wir werden auf jeden Fall, sobald wir zu Hause sind, neue Ressourcen eingesackt haben, viel mehr Lasertürme bauen müssen, viel mehr Mauern bauen müssen und dann hier nach und nach weiter ausbauen. Ich hoffe einfach mal, dass sie sich ein bisschen halten. Der ist immer noch bei 1 und der ist bei 0,7, der ist bei 0,7. Also der hier ist schon 0,1 runtergegangen. Der war auf 0,8 am Anfang, also einer von beiden. Das ist nicht so schön. Okay.